Oh, oh. Bis ja gestern, ja. Okay. Sehr schön. Kannst mir helfen? Ja, dann sag mir doch genau, was ich jetzt genau machen muss. Ich weiß zwar, wie ich schreiben muss, aber was muss ich jetzt für den Hypersprung machen? Sonst geht's ja einigermaßen bei mir. So, was kann der denn kaufen? Was kann er verdienen? Technomodul, die kann ja mal loswerden, genau. Die habe ich auch noch. Iridium, Zink, Zink brauche ich auch noch mal. Kohlenstoff, es bringt eigentlich nicht viel. Das Titan schon gut, aber das ist halt unter dem Wert, aber. Ah, ich kann es eh nicht benutzen sonst. Nehmen wir mal. Nehmen wir das mal. So. Also, ey! Was part denn von mir? Ah, okay, ich muss dann. Ah, okay. Das größte Störung. Okay. Gut. So kommen wir also da rein. Gut zu wissen. Und jetzt kann ich hier mit den drehen und den Rest ist okay. Ein bisschen hin oder okay. Mhm. Und der Transistor, dann Ficken zu aktivieren. Hm. Ich muss wahrscheinlich auch drehen. Ja. Gut, dann mach ich das. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob es bei dir so ist. Also. Ich habe den Stream hier noch nebenbei auf meinem Laptop offen. Es geht. Sag mal so. Ich habe ja eigentlich auch nur in 27p drauf, also ich weiß nicht, ob es in 1080p komplett immer super läuft, also es kann auch an Twitch liegen, ich schaue mir das gerade über YouTube hier an, also weil ich ja auch über parallel auf YouTube streame. Das kann vielleicht an Twitch liegen, weil wir haben auch schon öfters mal Probleme gehabt bezüglich, dass der Stream überhaupt nicht gelaufen ist auf YouTube, auf Twitch. Das könnte ein Problem sein. Ich weiß aber nicht, ob es das ist. So. Hier kann man irgendwie passieren. Okay. Ah, also ziemlich viele Raumschiffe hier. Also es scheint schon ein bisschen bekanntere sein, die Gegend. Auch interessant. Kann man ja müsst einmal nähern. Der dann. Ich weiß nicht, kann ich den. Ich kann ihn zerstören sogar. Oh, das traue ich mir nicht. Das ist das. Nee. Nee. Der macht mich so alle. Wisst ihr nicht warum? Macht mal keinen Sinn.
Noch ein bisschen Timing um 9 fahren. Farmen. Oh, was gibt's hier? Ja, Timing um 9. Voll ist. Und da war das noch. Und den noch. So. Können wir ihn aufladen? Das ist eigentlich voll, ne? Ich habe nicht so viel davon fast schon. Kann ich das mit dem Exo-Anzug irgendwie benutzen? Irgendwas? Lebensanzeige? Ja, ne? So. Werkzeug. Ach, genau. Ist ja auch ein Isotop. Entschuldigung, ich noch mehr. Ja, egal. Ja, hier wäre noch ein Platz frei. Darf der irgendwas nehmen? Ah, ich bin in Höhensigma. Auch schon gerade von der Scanner wird erhöht. Auch nicht schlecht. Kann ich eine Platte noch benutzen. Und strahlt sie. Irgendwo der Verstärkung des Schirms 3-1 zu beschleunigen. Ist eigentlich viel besser. Sieht man dem das. Gut. Dann wollen wir mal drauf. Sieht auch wieder so nach einem sehr, sehr heißen Planet aus. Ist eher so ein roter Riese, ne? Naja, roter Riese ist ja ein Stern. Okay, ist viel besser. Ja. Ich kann daran leider nicht sehen. Also weißt du, wenn Stream jetzt auf mein Spiel fallen? Das wäre jetzt gut zu wissen. Okay. Na, laden wir hier. Das sieht man dann ganz gut aus. Oh, es ist Gold. Das große Planet, ja. Hier ist Eisen, okay. Epirit. Und hier so etwas wie, ja, was ist denn das? Keine Ahnung. Bleib mal stehen. So. Kein Tunnelspezien eigentlich. Einfach neu gefunden. Es gibt einfach neue Spezien in diesem Planeten, okay. Ein bisschen Wasser. Ist das toxisch? Na, ja, scheinbar nicht, ne? Okay. Okay. Ah, das ist schon Gold, ne? Ja, das ist Bronze. Bronze. Ich meine. Wie heißt das? Ja, Gold, ne? Ja, yeah, das macht schon mehr Wumms. Also gefühlt. Wenn man Gold eigentlich los, ne? Also ich hab's hier. Das sind 56 Stück. Und den Rest habe ich im Raumschiff hier. So, irgendwie. Oder kann ich mit irgendwas craften? Zumindest. Keine Pläne für, ne? Nee. Im Raumschiff irgendwie die Technologie. Ah, bringt alles noch nichts. Und hier habe ich keinen Platz mehr. Hier wär vielleicht mal für mal wieder eine neue Waffe nötig. Das wäre mal eine nette Idee vielleicht wieder. Das kann man mal wieder machen. Ich kann mit R3 zoomen, das weiß ich, ja. Das habe ich sogar schon gemacht. Aber danke für ihn was. Also spielst du auch auf Position, okay. Ja.
Ich habe jetzt die PC-Version nicht geholt, weil ich von den Data beschränkt war, sondern weil mein PC das einfach nicht ja, bietet. Ich habe eine sehr alte AMD Radeon bei mir eingebaut. Der Rest wird laufen, aber die Grafikkarte macht es einfach nicht. Und ja, ich bin auch nicht so auf dem PC fokussiert. Das war jetzt deswegen so meine erste Wahl. Wo ich eigentlich Materie habe? Ja, die habe ich gekauft im globalen, dem Ding. Wie heißt das? Das Guckloch bei den Aliens, sag ich mal. Ne, dieses interdimensionale Handelssystem. Da gab es müssen zu kaufen. Wo man es anderswo halt nicht herbekommt, wüsste ich auch nicht. Gerade nicht. Ich glaube, man kann es irgendwann mal craften, aber bin ihm auch unsicher. Also ich habe hier auch nur Elektronendampf. Also anders als kaufen kann man es wohl nicht. Ich habe es aber auch vorbei. Genau, die eine Materie, die ich benutzt habe, die hatte ich her von dem Alien, das es mir geschenkt bekommen hat. Das war aber auch wohl ein Triggered-Event, also auch nur einmal, ich dem immer das erste Mal irgendwie einen Sprung machen kann. Wahrscheinlich. Sonst muss man es wohl kaufen. Oder man findet's. Ich wüsste ja nicht mal. Es ist ja sowieso lustig. Man müsste ja heutzutage schon, wenn man Antimaterie herstellen will, irgendwie, ja, an einem. Weiß nicht, wie viel Aufwand mal für ein paar Mikrogramm aufbringen muss, damit man das hat. Und man weiß noch nicht mal, ob es das überhaupt gibt. Also, dementsprechend, ja. Ist es sowieso sehr schwer, das selber herzustellen. Ja, ist immer ziemlich schwer, aber man findet nicht immer alles in dem ganzen System. Das ist auch so ein Problem, glaube ich. Also, ich wollte ja auch mein ganzes Gold schon verkaufen, aber wenn es keiner kaufen will, kann ich auch kein Geld mit verdienen. Und, es werden ja immer nur Sachen angeboten, die man, ja. Jeder hat. Also ich würde am besten irgendwie einfach mal wahrscheinlich komplett gerade. Ich würde am besten mal wahrscheinlich ja, verschiedene Planeten, wenn es möglich ist, verschiedene Planeten abgrasen, wo es das gibt. Und es gibt auch verschiedene Alien-Stationen, wo man das dann anvisieren kann. Wobei, man kann ja auch theoretisch, wenn man Antimaterie braucht, um die Warpkerne zu machen, kann man auch Warpkerne direkt kaufen. Ich weiß nicht, ob das günstiger ist. Zumindest ist es natürlich nur, wenn man einen Warpkerne auch findet zum Kaufen. Eisen hier noch. Meine Waffen noch ein bisschen aufladen wieder. Aber cool, schon wieder sammeln, ne? Brauchen wir dann am Ende. Woher brauche ich das ganze Eisen überhaupt? Das brauche ich doch gar nicht eigentlich. Ist auch ein bisschen bescheuert. Bei deinem Stapel gab es kein Plutonium. Okay. Ja gut, ich bin glaube ich auch gefühlt 2 Stunden rumgelaufen, bis ich mal Meridium gefunden habe. Also es ist fast normal, dass es fast, was man manche Sachen sehr schwer findet. Was ich mir als Ziel gesetzt habe, ja, weiß ich noch. Ich habe noch keine Sachen gespielt. Ich würde schon sagen, den Mittelpunkt des
der Galaxie zu erkunden oder zu finden. Aber ob ich das wirklich mache, ist auch so eine Sache. Also da muss man, da muss ich mir wirklich gucken, wie lange ich das hier durchhalte. Ich meine, ich habe gehört, man kann das innerhalb von 30 Stunden schaffen. Wenn man alles liegen lässt nebenbei. Also wenn man wirklich nur komplett geradeaus fliegt. Das macht aber, glaube ich, keiner. Und deswegen denke ich mal, brauchen wir noch viel länger. Okay, wo man, wo man. Da ist es. Warum bin ich jetzt eigentlich nochmal gelandet? Ach, wegen dem Goldberg, glaube ich, ne? Ja. Gott, auf die Zeit, ja. Ich sag mal so. Kurz nach 12 werde ich mal Schluss machen. Ich weiß, dass. Ich spiele auch schon 4 Stunden. Ich spiele 4 Stunden 18, sehe ich gerade. Oh, er streamt auch 4 Stunden 18. Ich weiß, ich habe ihn, glaube ich, eine halbe Stunde vorher angemacht. Da. Pause und morgen geht's auch weiter. Dann. Aber falls noch was passiert, dann mache ich dann noch weiter. Falls noch Fragen sind, kann ich gerne im Chat noch bleiben, eben kurz. Das werde ich wohl sowieso machen. So. Ich will hier raus. Nein! Bleib hier. So. So. So, haben wir schon eine schöne Laterne. Laterne. Und dann aktivieren wir den mal. Und schauen wir mal, was uns da auf diesem Planeten soll. Begegnet. Also es ist ein sehr karger Planet auf jeden Fall. Aber ich stand ja vorhin schon trostloser Planet, also. Hat schon Sinn. Oh, eine Lebensform entdeckt. Ja, dann wäre es das für unser nächster Punkt. Wohin fliegen? Na, den. Das ist mein dritter Planet, glaube ich, sein, ne? Ja. Das ist ganz Gold. Wenn es gerne haben will? Ja, gut. Scheint hier nicht so selten zu sein. Wie auf anderen Planeten vielleicht. Ich müsste. Ich weiß nicht, kann man irgendwie Rucksack abgewetzt irgendwie kaufen? Oder Schiff? Ich brauche ein neues Schiff, glaube ich. Das ist das Beste eigentlich, weil. Dann habe ich da ein bisschen mehr Platz drin. Kann ich hier eigentlich noch was aufmachen? Was ist denn da schon hier? Schildspieler. Ah ja, genau. Die kann ich ja nutzen, um meinen Lebenserhaltungsanzug auch zu bestücken, statt Isotopen. Wobei, ich glaube, die verkaufe ich lieber. Die bringen mehr. Gehen wir mal jetzt zurück. Oh, haben wir hier? Plutonium. Plutonium ist auch gut. Greif mich an. Auch interessant. Alter, die greifen mich auch an. Noch einer.
irgendwo ist noch einiger. Da. Okay, ich muss hier weg. Muss hier weg? Muss hier weg? Muss hier weg? Ach, naja, deaktiviert. Okay, dann ist es gut. Aber hier so. Oh, Malsch erreicht. Was diesmal? Ah, das hat sich welche zerstört, ja. Das wird wohl glaube ich immer das sein, was ich am meisten mache. Ich glaube, später sind die auch, werden die auch irgendwie mit einem One-Shot, glaube ich, auch gekillt werden können. Also, ich glaube, das ist nicht mehr geschehen. Plutonium-Teilung und Wurzeln-Farm. Ja, aber, kann ich sie einfach kaufen? Ich meine. Achso, meinst du jetzt das Farm und dann verkaufen? Ja, gut, macht Sinn. Klar. Was nehmen auch irgendwie alle an? Ja, Wurzeln-Farm? Ja. Macht Sinn. Überhaupt denn dann zum Verkaufen oder zum selber behalten, damit man Sprünge machen kann und dann bessere Schiffe finden können? Überhaupt denn? Ja, schon wichtig. Eigentlich. Weil ich sogar von Spielern gehört habe, die kaufen ein extra neues Schiff, damit sie wieder Mobzellen voll haben. Kann man natürlich auch machen. Ah, Effektlandung. So, das wäre was. Ich schwank eigentlich noch ein bisschen zwischen einer neuen Waffe und ja, neuem Schiff. Eine Waffe habe ich ja schon gekauft. Ach. So. Was gibt's denn hier so? So. Ah, Gold verkaufen. Yeah! Die Platte verkaufe ich auch. Und das Platin. Oder? Na, jetzt zu spät. Iridium, Eisen, das brauche ich eh nicht. Zink brauche ich vielleicht. Titan, ah, auch zu schlechter Kurs. Zink, ah, nee, lohnt sich fast gar nicht. Ja, das Ding ist echt blöd. Deswegen habe ich auch schon vor kurzem eine neue Waffe gekauft. Die gibt's übrigens auch immer. Ich habe die für 40.000, glaube ich, bezahlt. Die hängen ja manchmal hier rum. Das kann man die kaufen. Hier jetzt zum Glück nicht, aber manchmal tun sie das. Ja, vor allem kann man mit dem Multitool, auch mit dem Einsteigen-Multitool auch nichts wirklich. Also schade richtet das bei Gegnern fast nicht an. Also zum Kämpfen ist es sehr schlecht. Ah, hier. Genau. Waffe. Die zum Beispiel wären nicht so gut. Das sind 7 Plätze. Ich habe mal insgesamt 8. Aber die sind auch nur 40.000 knapp. Also eigentlich ganz okay. So. Gucken, was der zu sagen hat. Na, die Richtung. Ja, bei den Aliens, in jedem Unterschlupf, also diesem roten Haus, hinter, manchmal offen und manchmal hinter so einer, Verkleidung mit einem Kreis in der Mitte. Kann ich dir mal zeigen. Kleiner Geld ist nochmal erscheinen, damit, Trapping Wayne zu addieren. Wir auch gucken, was nicht. Okay. Ich gebe einfach mal Geld. Geld nimmt jeder an. Ja, die ist begeistert. Für 10 Units. Super. Ich kann es alles verkaufen.
Ah, ein Phasenstrahler. Ja, Waffen gibt's hier. Einfach, die hängen hier. Verständlich. Die kann man eigentlich nicht verfehlen. Hier. Eigentlich müssten sie in jedem sein. Und ich glaube, jede Waffe, die man hier findet, ist auch besser als der Basis-Multitool. Okay, kann man hier raus oder? Natürlich. Rot hast zu. Ja. Grün hast auf. Gut, was gibt's denn noch? Da gibt es mehrere Häuser. Da gibt es noch einen Signalpunkt. Müsste ich denn für ein neues Schiff so ausgeben? Also. Alles natürlich was besser ist als meins. Also ich. 100.000 oder wie viel ist das ungefähr? Ich habe schon Sachen gesehen, es war so 300.000, aber gibt es auch günstigere Sachen? Weil. Ich habe schon Geld, so ist es ja nicht. Verkaufen wir den Rest auch hier. Aber hier. Na? Na ran. Tusekosse, okay. Ja. Ach, das ist sogar noch radio. Es ist eine sehr hohe radioaktive Strahlung hier, wuchs auch drin. Sehe ich gerade. Also von. Ups. Okay. Susan. Enzyklopädie lesen, ja. Gut. Eben. Neue Technologie. Gerät. Ja. Einfach so ein Gerät zeigt mir einfach mehr Genius drauf. Super. Habe ich zufällig meinen Waffenmodus geändert? Ja, habe ich. Okay. Hey. Ach ja, der war ja leer. Ja, man kann auch mit, dem Dreieckstaste natürlich den Waffenmotor umschalten. Das geht natürlich nur, wenn man auch Munition hat in dieser anderen Waffe. Oh, 10.000 Units? Schon mal was, ne? Ich glaube, am meisten bringt er irgendwie Gold, ne? Also, man hat bis jetzt schon gesehen, also. 0.27. Das ist nochmal das zweite Mal, ne? Nicht kaufen.
weiß nicht. Vielleicht? Wenn nicht. Ja, komm, Zitronen. Eisen. Rium. Nein, ich brauch's eigentlich gerade nicht. Kohlenstoff. Oh, ist ein guter Wert. Ist ein guter Kurs. Titan. Na, nehmen wir mal mit. So. 248.000 habe ich jetzt. Da kann man was machen mit. Glaube ich. Oh, du hast zwei Wissenssteine gleich hier. Haha. Entrepreneur. Das Gagboard für hoch. Und das Gagboard für andock. Okay. Neu weiterlernt. Beinschein. Anleger weitergelernt. Ach. Ja, ich würde mal sagen. Ja, ich werde auch eben mal schlafen gehen. Gleich. Ja. Ich glaube, ich gehe zum Stubenunterschlupf, mache hier einen Schwallpunkt und dann bin ich auch fertig. Morgen werden die erste Sache sein, dass ich diesen Planeten wahrscheinlich verlasse. Aber vielleicht gucken wir uns das an. Und ich werde dann noch, etwas. Ja, ein Schiff kaufen. Fertig. So. Können wir dann hier eben abstecken? Ist verloren. Okay, jetzt versuchen wir mal zu machen. So. 16.000 Units? Oder 160.000? Ne, 16.000. Gut. Joa. Das ist ja gespeichert. Ich bin aber normal zum Glück. Zur Sicherheit. Morgens. Was ist das jetzt? Nochmal, wie viel speichern oder was? Na, speichern. Gut. Ja, mein Controller ist auch hier leer. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Dann geht's auch weiter morgen. Ich hoffe, dass es 20 Uhr wird. Wahrscheinlich, boah, sagen wir mal, Viertel nach 8 ungefähr. Und dann ist vielleicht nicht so lange wie heute. Nur, vielleicht so 2 bis 3 Stunden, das reicht, glaube ich, auch. Sonst habe ich mir Krummrücken gleich wieder. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr findet das den ganzen Stream noch bald auf YouTube online und ich werde ihn auch nochmal als partweise als Let's Play auch nochmal hochladen. Ja, vielen Dank und bis morgen. Gute Nacht.